Die linke Straßenseite muss zahlen, die rechte Straßenseite muss nicht zahlen. Warum? Das kann selbst die Stadt uns nicht erklären. Das ist für mich eine Lachnummer, dass hier quasi wir einen Mehrwert bezahlen sollen. Die wollen mir erstmal erklären, wo der Mehrwert hier ist. Das ist schon ein Schildbürgerstraße. Ich dachte, ich lebe wirklich um einen falschen Stern. Man hätte ja dann eigentlich nur eine halbe Straße machen müssen. Dann bitte. Gut, und den Kopf schütteln. So, noch einmal mit dem Kopf schütteln, bitte. Ja, die linke Straßenseite muss zahlen, die rechte Straßenseite muss nicht zahlen. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann selbst die Stadt uns nicht erklären. Die schüttelt dann nur mit den Schultern und macht so. Förmlich festgelegt ist das Gebiet. Der Bürgermeister hat gesagt, ist dumm gelaufen. Und bei der Versammlung hat man uns gesagt, dann hat die eine Seite halt Glück gehabt. Ich kann es nicht erläutern. Es ist einfach unmöglich, finde ich. Da gibt es gar keine Aussage zu. Also alle Leute, die man das erzählt oder die das mitbekommen, die schütteln nur den Kopf und sagen, das gibt es doch nicht. Da muss der Stadt doch was Besseres einfallen, oder? Weil das bezahlen muss. Ja, das ist wie rausgeworfenes Geld, aus dem Fenster geworfenes Geld. Das stimmt. Also das finde ich eigentlich nicht gerecht, weil Stadtsanierung, da haben alle was von und da müssten alle auch zu herangezogen werden und nicht nur eine Gruppe. Das kann gar nicht sein, dafür sind die Summen zu hoch. Okay, und bitte. Schau noch da und genau. So, dann nehmen Sie mal bitte das Fernglas zu den Augen. Nochmal wegnehmen wieder. So wie eben. Den Arm wieder weg und den Gläser weg. Ja. Mhm. Wohnen. Wir sind ja 2005 eingezogen. War Neubau alles. Und deswegen sind wir ein bisschen empört darüber, dass hier quasi wir einen Mehrwert bezahlen sollen. Die wollen mir erstmal erklären, wo der Mehrwert hier ist. Wir haben halt das Haus schon teuer bezahlt. Und die Bühne da drüben, die ist auch mit neu gemacht worden. Da ist noch nie was drauf passiert. Das ist für mich eine Lachnummer.
Und ich, ja, können Sie das mal das ist ja sehr ungerecht und wir wussten das vorher auch nicht. Und warum das so passiert ist, kam keine Erklärung von der Stadt. Im Gegenteil, die haben mit der Schulter nur gezuckt und haben gesagt, können wir Ihnen nicht erklären. Also ich hätte ihm eine passende Antwort drauf gegeben, normalerweise, aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Können Sie das nachvollziehen? Nein, in keinem Falle. Erstmal ist er 1978 festgelegt worden. Das sind über 32 Jahre jetzt her und deswegen verstehe ich das nicht. Normalerweise ist sowas schon lange verjährt und warum die dann hinter den Häusern, wo nichts gemacht worden ist, nicht bezahlen sollen. Normalerweise müssten alle Einwohner oder Mitbewohner, die hier in der Mauer wohnen, sollten alle bezahlen. Kommt doch jedem zugute. So sehe ich das jetzt von meiner Warte aus. Und die Stadt kann da nicht gegen argumentieren. Die sagt einfach, keine Ahnung, war vor uns, Ende. So eine halbe Minute. Dicke, dicke verarscht. So richtig durch, wie man Karneval sagt, im Kakao gezogen. Richtig verdummdeubelt. Und eine reine Abzocke. Allein für Leute. Ja, der Johannesbach ist ja auch noch ein klarer Mittelstand. Diese alten Häuser zu sanieren, ist ja schon schön. Ja. Ich habe schon richtig gut. Da wir schon dreimal saniert haben, außen. Das hat jedes Mal 30.000 gekostet. Danke. Ich fühlte mich sehr allein gelassen von der Stadt. Die Stadt brauchte 30 Jahre für die Sanierung und gibt uns 4 Wochen mit der Begründung, es ist so festgelegt, es ist gesetzlich so festgeschrieben, wir müssen das so machen. Es war keine Hilfe diesbezüglich vorhanden, dass die Stadt uns einen längeren Zeitraum gewährleistet hat. Die Stadt wusste seit 30 Jahren, dass irgendwann eine Zahlung auf uns zukommt. Sie wusste auch sehr wahrscheinlich schon die Zahlen, die auf uns zukommen. Sie hätten uns vor 10 Jahren schon mal informieren können. Liebe Mitbewohner des Sanierungsgebietes, in 10 Jahren kommt eine größere Zahlung auf Sie zu. Es handelt sich circa um den und den Betrag. Ob jetzt 3.000 oder 4.000 Euro rauf oder runter, ist jetzt mal dahingestellt. Aber wir hätten die Möglichkeit gehabt, etwas Geld anzusparen. Wir hätten manche Investitionen vielleicht auch nicht getätigt, sodass wir jetzt nicht irgendwo hingehen mussten, um das Geld zu bekommen. Weil 30.000 Euro haben sie nicht mal gerade so im Socken. Auch wenn es noch Sparstrümpfe gibt, aber so viel fasst auch der Sparstrumpf nicht.